für mich zerfällt, natürlich die ganze Welt, in, immer wieder in Täter und Opfer. Beim Mobbing ist es ja oft so, dass die Person, die es dann betrifft, eigentlich gar nicht diejenige ist, um die es ursächlich geht. Da ist der Mensch mit seiner ganzen Verlorenheit, mit dieser Angst. Es kommt die Tat, weil sie kommen musste oder weil es nicht zu verhindern war oder weil sie aus der Tiefe des Wesens heraus geschieht. Und das heißt nicht, dass jeder Täter sozusagen immer bei seiner Überzeugung bleibt. Mir öffnet das Herz.